Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel Bayern Regensburg. Anstoß am Samstag um 13 Uhr. An meiner Seite, wie immer, unser Cheftrainer Dimitrios Gramotzis und heute Malik Chau, den wir hier auf dem Podest begrüßen dürfen und den ich gleich zu Beginn fragen möchte. Malik, ihr habt ja jetzt gegen Auer das erste Mal wieder seit längerem mit einer Viererkette gespielt statt einer Dreierkette. Vielleicht kannst du als unser Abwehrexperte mal erklären, was da genau der Unterschied für dich ist und was das ausmacht. Ja, hallo erstmal in die Runde. Und schon ein Unterschied, denke ich, mit einer Viererkette zu spielen. Die Abstände sind halt unterschiedlich. Die Systematik ist generell anders, mit Ball oder ohne Ball. Mit Ball bauen wir halt mit vier Mann auf, was halt in der Fünferkette meistens anders ist. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Kiel den zentralen Spieler oft auch ins Mittelfeld gezogen haben und auch trotzdem mit vier aufgebaut haben. Ja, ich denke, das sind so die wesentlichen Unterschiede. Danke, Malik. Und der Cheftrainer kriegt die bereits gut geübte Frage, was macht der Personalstand vor unserem Auswärtsspiel in Regensburg? Ja, Glück auf erstmal und hallo. Ja, wir haben natürlich jetzt mit Michi Lange wieder unseren Torhüter, der wieder im Training ist, vollständig nach seiner Kopfverletzung, der sich im Training zugezogen hatte. Darüber hinaus haben wir den Matthew wieder dabei, Matthew Hoppy, der nach seiner Magen-Darm-Geschichte auch jetzt wieder zu 100% bereit ist und auch das Training heute wieder mit der Mannschaft hoffentlich zu 100% auch schaffen wird. Und deshalb bin ich froh, dass wir jetzt auch einen vollen Kader wieder haben. Danke, Dimi. Und damit eröffnen wir dann die Fragerunde und starten mit Toni Leto für den Kicker. Hallo zusammen. Dimi, da knüpfe ich direkt mal an. Michael Langer ist jetzt wieder zurück, sagst du. Wen nimmst du denn dann mit auf die Reservebank? Das ist ja schon eine wichtige Frage, denke ich, weil das sind zwei Konkurrenten, die beide den Anspruch haben, gerade auch Freisel. Und bei Hoppy steigt heute wieder ins Mannschaftstraining ein. Wäre dann schon eine zumindest Kaderoption oder kommt das dann doch noch zwei, drei Tage zu früh? Ja, was Matthew Hoppy angeht, müssen wir uns heute und morgen nochmal die Trainingseinheiten angucken. Er hat jetzt gestern und vorgestern schon individuell gearbeitet, auch mit den Athletiktrainern. Und soweit ich den Stand jetzt beurteilen kann, ist er auf einem guten Wege, auch das Mannschaftstraining gut zu absolvieren. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass er auch durchaus eine Option fürs Wochenende sein wird. Und bei den Torhütern ist es so, wir haben uns ja für Ralle als Nummer 1 entschieden. Das wird weiterhin so bleiben und auf der 2 werden wir uns natürlich auch die Trainingsleistungen angucken. Der Michi hat jetzt auch einen guten Eindruck hinterlassen nach seiner Verletzung. Also da ist jetzt nichts hängen geblieben, den richtigen Eingang gefunden zum PLZ. Und deshalb wollen wir natürlich schauen, wie die nächsten Trainingseinheiten sind und werden dann entscheiden, wen wir dann mit auf die 2 nehmen. Ich bin aber grundsätzlich sehr, sehr froh und auch sehr, sehr zufrieden, auch mit Martin Freisel, wie er sich in die Mannschaft integriert hat in relativ kurzer Zeit und auch wie er jeden Tag mit seiner Art und Weise auch versucht, der Mannschaft zu helfen. Und deshalb ist es wirklich top, wie sich beide auch hinter Ralle im Moment präsentieren. Weiter geht's bei Andreas Ernst für die Funke Mediengruppe. Dimi, du hast zwei weitere neue Spieler. Einer ist schon da, einer möglicherweise. Kannst du was zu den beiden Spielern sagen? Und sind beide vielleicht auch Kaderoptionen schon für Samstag oder ist die Situation da unterschiedlich? Also ich kann was zu Darko Chulinov sagen, weil da der Vertrag schon unterschrieben ist. Zu Itakura kann ich nichts sagen, weil da noch nichts alles in trockenen Tüchern ist. Darum werde ich mich jetzt zu Darko äußern. Ich kenne ihn ja schon länger. Ich kenne ihn ja schon aus seiner Zeit auch in der Jugend beim 1. FC Köln, als ich noch VfL-Jugendtrainer war, gegen ihn gespielt haben. Und da ist er mir immer sehr, sehr positiv aufgefallen. Und man hat natürlich dann bei diesen Jungs die Entwicklung immer auch begleitet oder auch mal geschaut, wie ist die Entwicklung, wie hat er sich durchgesetzt oder auch nicht. Und man muss sagen, dass er jemand auch immer in meinem Gedächtnis war, der eine Rolle gespielt hat. Und als Rufen dann mir gesagt hat, dass es da eine Möglichkeit gibt, diesen Jungen zu bekommen, haben wir alle gesagt, dass wir 100% von ihm überzeugt sind, dass er uns auch qualitativ verbessern wird. Er ist sehr, sehr flexibel im Offensivbereich einsetzbar. Er kann auf dem Flügel spielen. Wenn du vielleicht mal mit drei Stürmern vorne spielst und sagst, du spielst mal ein 4-3-3, wie wir es am letzten Wochenende gemacht haben. Er kann aber auch in der Fünferkette die offensiven Außenpositionen spielen.
Also ist er relativ flexibel. Er kann die 10 aber auch spielen, so ein bisschen hinter dem Stürmer, um dann von dort mit seinem 1 gegen 1 Verhalten, mit seiner Schnelligkeit, mit seinem guten Timing auch in die Spitze dann wieder Löcher aufzureißen. Also er ist sehr, sehr flexibel und diese Flexibilität brauchen wir dann auch im vorderen Bereich. Und das ist, was ich zu Darko sagen kann. Toni Lito macht weiter. Malek, du hast eben schon über die Unterschiede gesprochen zwischen Dreier- und Viererkette. Jetzt habt ihr beim letzten Spiel die Viererkette gespielt. Wie schwer ist euch das gefallen oder vielleicht auch leicht? Ich glaube, euer Trainer hat erzählt, ihr habt vorher 2-3 Tage euch intensiv damit beschäftigt. Wie schnell wart ihr da drin? Und würdest du sagen, ihr fühlt euch damit so sicher, dass es sein kann, dass ihr jetzt auch gegen Regensburg so spielt und das wäre kein Problem? Ja, ich denke, wir haben es gut angenommen. Wir haben die Trainingswoche gut trainiert und auch viel Videoanalysen geguckt und ich denke, wir Spieler sind auch variabel genug, um das schnell umzusetzen oder wir müssen auch variabel genug sein, um das umsetzen zu können und ich denke schon, dass wir das gut gemacht haben, erst recht in der ersten Halbzeit und dass wir das auch vielleicht als Option gegen Regensburg sehen können. Ja. Schaue ich mal in die Runde. Andreas Ernst macht weiter. Malik, was war der Grund, dass du Schalke nach dem Abstieg nicht verlassen hast? Ja, ich habe einen langfristigen Vertrag hier unterschrieben, wo ich Profi wurde. Und Schalke hat mir vieles gegeben. Ich bin hier groß geworden. Ja, und ich bin dankbar für Schalke. Frank Kleschinski für die Ruhrnachrichten. Was kann man den Trainer zum Gegner sagen? Sind Sie auch ein bisschen überrascht, dass die ganz oben stehen, noch kein Gegentor kassiert haben? Ich denke, dass viele schon überrascht sind, dass Regensburg an der Spitze ist momentan. Ich bin es nicht, weil man, wenn man sich die Mannschaften anschaut, die jetzt gerade aktuell oben stehen, sind das alles Teams, die eingespielt sind, die einen Stamm haben, der jetzt auch schon länger zusammenspielt und sich punktuell verbessert haben. Und man sieht, dass diese Eingespieltheit einfach diesen Mannschaften auch zugutekommt, wenn die Saison anfängt. Sie haben eine gute Mischung aus intensivem Spiel, laufintensivem Spiel, mit sehr, sehr vertikalen Bälle, schnell nach vorne das Mittelfeld zu überbrücken, aber auch von hinten rauszuspielen und dann fußballerische Lösungen zu kreieren. Und ich denke, dass die Punktausbeute da zeigt, dass sie da auf einem, finde ich, guten Weg sind. Nichtsdestotrotz, wir sind natürlich Schalke, wir fahren jetzt nach Regensburg, um auch selber unser Spiel zu machen. Wir haben jetzt wieder gegen Aue, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt gilt es natürlich, das nicht nur über 60 Minuten auf den Platz zu bringen, sondern über 90 Minuten. Und das ist einfach wichtig, was für mich zählt. Und dann natürlich gehören dann auch, wenn man dann hoffentlich ein gutes Spiel macht, dass dann auch die 3 Punkte hoffentlich dann mit nach Schalke mitgenommen werden. Wir wissen, dass es eine Herausforderung ist, wir wissen, dass es ein guter Gegner ist. Aber wir wollen natürlich da auch unsere Art und Weise auf dem Platz zeigen. Toni Lieto. Sagst es, die haben noch kein Tor kassiert. Wo sind die anfällig? Ja, sie haben so ein bisschen auch vielleicht momentan das Spielglück. Das muss man auch sagen. Gegen Darmstadt haben sie relativ früh zu Spielbeginn einen Pfostenschuss gehabt, dass wenn Darmstadt den reinmacht, dann geht das Spiel auch wieder in eine andere Richtung. Gegen Kiel im Stande von 0-0 hat Holstein Kiel einen Lattenkopfball. Wenn der reingeht, steht es wieder 1-0 für den Gegner. Also sie haben vielleicht auch momentan dieses Momentum auf ihrer Seite, dass dann diese Bälle nicht reingehen. Nichtsdestotrotz ist das eine Mannschaft, die sehr, sehr viel arbeitet, die sich auch ihre Punkte auch absolut verdient mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Und wir müssen gucken, dass wir größtenteils auf uns schauen. Ich denke, das ist wichtig. Wir präsentieren den Gegner, wir zeigen auch unserer Mannschaft auch, wie auch jedes Wochenende oder jeder Spielvorbereitung, was den Gegner ausmacht. Und wir wissen, dass die zweite Liga sehr hart ist, dass uns jeder Gegner auch fordern wird. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren. Wir haben eine tolle Mannschaft. Wir haben jetzt auch mit Darko wieder einen dazu bekommen, der uns mehr Kreativität auch im vorderen Bereich liefert. Und deshalb wollen wir natürlich schauen, dass wir jetzt die 2 Tage nochmal nutzen, um Darko auch so schnell wie möglich zu integrieren, aber auch uns gut vorbereiten, was unsere Art und Weise angeht, wie wir in Regensburg Fußball spielen möchten. Dann geht's mal Andreas Ernst weiter. Malik, du musst dir häufig einen Vergleich mit Joel Matip anhören. Nervt dich das? Also ich denke, das nervt keine Person, wenn du mit so einem großen Spieler wie Joel Matip verglichen wirst oder wie auch immer. Aber ich denke, ich habe trotzdem meinen eigenen Style.
spiele, wie ich spiele. Aber natürlich ist es, also es nervt mich auf gar keinen Fall. Es ist eher eine Ehre, ja. Peter Wenzel für die Bild-Zeitung. Herr Ramotzes, Sie haben gegen Aue mit der Viererkette auch so ein bisschen auf die Aue Spielweise, auf deren Ausrichtung reagiert. Würden Sie jetzt in Regensburg ähnlich so entscheiden oder gibt es quasi ein Hauptsystem? Sie haben ja beispielsweise jetzt mit 3 bzw. 5 Leuten in Kiel erfolgreich das Auswärtsspiel bestritten, wollen selber jetzt 3 Punkte mitnehmen in Regensburg. Was ist denn das Hauptsystem aus Ihrer Sicht? Ja, die Systemfrage ist eigentlich für mich immer so ein bisschen nebensächlich, weil für uns gibt es einfach eine Art und Weise, wie wir uns präsentieren möchten und wie wir unsere Prinzipien auf den Platz bringen möchten. Das ist an oberster Stelle und das System ist so ein bisschen dieser Zweck, der dazu dient, dann das auf den Platz zu bringen. Und gegen Aue war es so, wir haben uns jetzt nicht an den Gegner gerichtet, um zu sehen, was macht Aue so stark aus, sondern wir haben gesagt, wie können wir so schnell wie möglich Druck auf den Gegner bekommen, damit wir den Ball holen. Und das haben wir mit 3 Stürmern einfach schneller hinbekommen, als wenn wir nur mit 2 angelaufen wären, weil da wären die Laufwege auch viel, viel weiter gewesen für Marius und für Simon. Und deshalb wollten wir offensiver agieren, um den Ball schneller zu bekommen und aktiver zu sein. Und das ist uns, finde ich, gut gelungen. Und deshalb war es auch für uns wichtig, dass die Jungs das auch in einer guten Art und Weise gespielt haben. Wir wissen natürlich auch, dass das nicht einfach ist, auch letztendlich, wenn man da nicht den Sieg holt, zufrieden zu sein. Aber ich finde, dass wir uns von Schritt zu Schritt nach vorne bringen und das ist für mich das Allerwichtigste. Und die Systemfrage, ich glaube, das ist immer für mich zweitrangig, weil die Jungs haben auch gezeigt, sie können Dreierkette spielen, sie können Viererkette spielen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Aber wir haben natürlich die Option und das ist für den Trainer, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Andreas Ernst macht weiter. Demi, wie ist der Fitnesszustand von Drexler und Salazar mit so eine Woche nach dem Ausspiel? Und kannst du verstehen, dass du kritisiert wurdest dafür, dass du Salazar so früh runtergeholt hast? Ja, wenn man nicht gewinnt, dann ist man immer in der Kritik. Wenn wir gewonnen hätten, dann hätten alle gesagt, boah, Gott sei Dank hat er ihn rausgenommen, da hat er sich erholt und ist zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen. Also alles hängt immer am Ergebnis. Aber davon leite ich mich nicht, sondern ich gucke, wie der Stand ist. Und Rodrigo hat auch in den Gesprächen nach dem Spiel gesagt, dass er nicht mehr so frisch war wie auch in der ersten Halbzeit oder die ersten 50 Minuten. Domme Drexler hatte ich ja auch in der PK gesagt, war auch ein Kandidat, ihn rauszunehmen. Aber bei Domme habe ich die Hoffnung gehabt, dadurch, dass wir den Blendi reingebracht haben, ist der Blendi praktisch eine Position zurückgegangen und dafür Domme Drexler eine Position vor. Und dadurch hat man vielleicht nochmal den Dom in der Position, wo er nochmal einen Abschluss bekommt, wo er nochmal in diesen torgefährlichen Bereichen ist. Und das war unser Hintergrund. Und wenn man nicht gewinnt, dann kann man immer sagen, klar, aber ich fand, dass der Wechsel trotzdem sehr, sehr logisch war und wir waren von der Art und Weise auch zufrieden. Also klar, wenn man nicht gewinnt, ist es immer nicht schön, aber an den Wechseln, den würde ich heute genauso machen wie auch beim letzten Spiel. Ja, es ist immer in 3 Tagen oder in 4 Tagen nach einem Spiel kann man jetzt nicht keine Wunder erwarten. Aber was für mich wichtig ist, die Jungs haben diese Woche wieder sehr intensiv gearbeitet. Sie haben gestern nochmal eine Pause bekommen, weil es für mich wichtig ist, auch nach intensiven Einheiten trotzdem auch wieder sie so heute zu empfangen, dass sie frisch sind und dass sie auch beim nächsten Spieltag auch wieder fit sind. Und wir müssen noch ein bisschen Geduld haben, aber die Jungs sind auf einem guten Wege und ich denke, dass sie jetzt auch wieder ein paar Körner mehr haben, auch gegen Regensburg eine längere Dauer auf dem Platz zu stehen. Peter, ist die Frage noch aktuell? Ja, dann machen wir Peter Wenzel weiter. Sie haben nach dem Spiel gegen Aue gesagt, die Angst, etwas zu verlieren, war vielleicht größer als der Mut, das zweite Tor zu machen. Das wäre auch eine Ursache dafür gewesen, dass die letzten 30 Minuten nicht mehr so gelaufen sind, wie sich das alle vorgestellt haben. Haben Sie da den Hebel angesetzt oder wo kann man da den Hebel ansetzen? Weil das ja dann eher eine psychologische Frage ist. Ich denke, wenn man sich die erste Halbzeit oder die ersten 60 Minuten anschaut, mit was für einer Passqualität wir auf dem Platz waren, dann hat mir das wirklich sehr gut gefallen. Und wir haben ich hatte immer das Gefühl draußen, dass jeder Pass, der gespielt wird, mit einer Message da war und mit einer offenen Art und Weise immer den nächsten Mann in der nächsten Ebene anzuspielen, um ihn dann wieder in Aktion zu bringen. Und das haben wir so ein bisschen dann verloren. Da haben wir nicht mehr so schnell gespielt, der erste Kontakt hat wieder länger gedauert, die nächste Option hat länger gedauert und wenn man das gegen gut organisierte Gegner einfach verpasst, diesen Moment, dann ist wieder dieser Raum zu, wo man hätte reinspielen können und wir müssen einfach weiter dieses Tempo auch, was die Körperspannung angeht und auch diesen ersten Kontakt weiter hochhalten, damit der Gegner auch ins Laufen kommt und
das müssen wir weiter forcieren. Und die Jungs haben das auch nach dem Spiel gesagt oder auch in der Videoanalyse, die Szenen waren ja sehr, sehr eindeutig, wie wir es die ersten 60 Minuten gemacht haben und die 30 danach. Und ja, es geht ja darum um Aktivität. Und Aktivität bedeutet nicht immer zu sprinten oder zu laufen, sondern es ist die Passschärfe, es ist der erste Kontakt, es ist, wie der nächste Spieler sich positioniert, wie ich ihn aber auch anspiele, spiele ich ihn auf den richtigen Fuß, spiele ich ihn auf den falschen Fuß, dass die Aktion dann auch weiter nach vorne geht. Also das sind Elemente, wir müssen sie über 90 Minuten aufrechterhalten. Dann bin ich der Meinung, dass wir dann auch ja, viel mehr Tore auch kreieren werden, Torchancen kreieren werden und Tore schießen werden. Toni, dann machst du weiter. Dimi, die Verpflichtung von Koitakura mal vorausgesetzt, siehst du danach den Bedarf gedeckt aus Trainersicht oder hast du noch ein, zwei Positionen im Auge, wo du sagst, da könnten wir auch noch ein bisschen Breite vertragen? Ja, als Trainer, solange die Transferperiode irgendwie da ist, hat man natürlich immer den einen oder anderen Blick, aber ich bin mit dem Stand, wie er jetzt ist, wirklich zufrieden. Ich finde, dass Ruven wiederum, kann ich ihn wieder nur loben, wirklich einen tollen Job machen, auch jeden Tag versuchen da auch, sich zu hinterfragen, was der Kader hergibt, wo wir uns verbessern können, wo vielleicht noch Bedarf besteht. Wir haben eine super Kommunikation, wir tauschen uns mehrmals täglich aus und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit ihm auch über Fußball zu sprechen und das ist wichtig. Und in diesen Gesprächen merkt man dann auch, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man viele Sachen auch gleich sieht und dass man dann auch in diesen Gesprächen dann herauskristallisiert, wo vielleicht noch Bedarf ist oder auch nicht und wo wir gut aufgestellt sind. Und das ist wichtig für mich auch, diese Zusammenarbeit. Und jetzt gilt es natürlich, diese Jungs, die wir jetzt auch haben oder jetzt auch zubekommen haben oder zubekommen werden, so schnell wie möglich zu integrieren, damit wir dann auch wirklich dann in die Vollen gehen können. Aber mit dem Stand der Kaderzusammenstellung bin ich auf jeden Fall Stand jetzt sehr zufrieden. Andreas Ernst hat noch eine Frage. Malik, du bist jetzt auch im Mannschaftsrat. Was muss passieren, damit du am Ende der Saison sagst, das war eine gute Saison? Also es gibt ja natürlich meinen persönlichen Wunsch und das ist natürlich der Aufstieg. Am besten natürlich mit der Meisterschaft, aber ich denke, wenn wir aufsteigen, sind alle zufrieden. Ja, ich denke, das ist mein persönlicher Wunsch und als Team natürlich, dass wir uns immer weiterentwickeln, als Team immer weiter zusammenwachsen. Wir haben viele neue Spieler, eine neue Truppe sind wir. Und das geht halt nicht von heute auf morgen, das braucht ein bisschen Zeit. Aber ich denke, das wird kommen und ich denke, mit den Ergebnissen wird die Zufriedenheit kommen. Ja. Tone Lietor hat noch eine Frage. Ja, Malik, noch mal kurz zu der Konkurrenzsituation, die jetzt auch auf dich dazukommt. Wie gehst du damit um mit der neuen Konkurrenzsituation ab heute Nachmittag? Und wie hart wird die Konkurrenzsituation auch mit Blick auf deine Position? Ja, also für mich, denke ich, ändert sich nichts. Ich gebe weiter im Training 100% Vollgas. Konkurrenzkampf gehört im Fußball dazu und das pusht auch einen immer mehr und mehr und macht einen immer besser. Also ich nehme das eher positiv an, ja. Andreas Ernst. Dimi, ich würde sagen, durch die beiden Neuen, wenn Itakura auch kommt, wird es für einige Spieler, die aus der Knappenschmiede kommen, etwas schwieriger in die Startelf zu kommen, mit Ausnahme von Malik und vielleicht noch Memo Aydin. Warum ist das so? Letztendlich ist es so, dass jeder Spieler sich präsentieren kann. Und wir schauen auf die Leistung. Man kann aber jetzt nicht davon sprechen, dass wir jetzt den Spielern gar keine Chance geben. Wenn man sich das letzte Spiel anschaut, wir haben Malik auf dem Platz gehabt, wir haben Memo auf dem Platz gehabt, Flo Flick ist reingekommen, Idrissi ist reingekommen. Also wir haben mit Piringer noch jemanden reingebracht, auch ein junger Spieler, der da war. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt keine jungen Spieler mehr einsetzen und nur auf die Erfahrung setzen. Also, aber letztendlich müssen wir auch natürlich schauen, wer vielleicht für diesen Spieltag uns mehr zeigt, dass er in die Mannschaft möchte. Und das ist, was wir letztendlich auch beurteilen. Und aber die Jungs oder auch die jungen Spieler trainieren wirklich gut. Sie versuchen sich auch jeden Tag im Training reinzuhauen. Und letztendlich geht es immer um die Trainingsleistung und dann zu schauen, wer sich dann für das nächste Spiel anbietet. Gibt es weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich aber noch eine schöne Nachricht zum Abschluss, die gerade frisch reingekommen ist. Unsere Trikotversteigerung ist ja jetzt abgelaufen für die Opfer der Flutkatastrophe.
und wir konnten tatsächlich 19.103 Euro damit erzielen. Das runden wir natürlich ab auf 20.004 Euro. Freuen uns da sehr, sagen vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und hoffen, dass wir mit dem Geld zumindest ein bisschen was Gutes dann tun können. Ansonsten vielen Dank, den einen oder anderen sehen wir ja dann wahrscheinlich in Regensburg auch wieder. Bis dato erstmal einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ciao.